Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Wir spielen Kingdom Come, Deliverance. Und hier geht's jetzt weiter mit der Schlacht um Thalberg. Wir hatten erstmal eine richtig gute Idee, nämlich Erik. Das ist der, ja, was ist er wohl? Irgendein Anführer. Ja, das Trupp war der von, Anführer Istran. In Branik und genau. Rechte Hand von Toss. Und den wollten sie austauschen mit den Geiseln in der Thalberger Feste. Nämlich Ratzig und Herrin Stefanie. Jo, mal sehen, gucken, wie der Istvan darauf reagiert. Ja, wir glauben wir nicht, dass er da Questlog. Familienbande. Istvan hat nicht auf den Ausgang des Gefechts gewartet und hat die Gelegenheit genutzt, um den Tribok anzugreifen. Ja, okay, aktuelle Aufgabe, wohne der Einsatzbesprrechung im Zelt bei. Das machen wir als nächstes, genau. Ja, was haben wir hier? Belagerung. Nee. Ja, das ist hängen geblieben. Ja. Da haben wir eigentlich alle Aufgaben abgeschlossen. Nee. Das müsste eigentlich weg sein, hängt aber trotzdem noch drin. Und Vergeltung ist im Augenblick nicht aktiv. Oder? Und Vergeltung, es ja, hilft den Herrn Thalberg zurück zu erobern. Das wird dann irgendwann wieder aktueller, weil zum Augenblick ist es im Hintergrund. Genau. Marquard von Aulitz ist außer Reichweite. Und der Schwert auch. Naja. Weit weg ist es ja nicht, wie wir wissen, hat es ja Istvan in der Tasche, aber das nützt uns nichts, das zu wissen. Gut, wir gehen mal rein. Fang an zu reden oder sprich dein letztes Gebet. Nee, ist er wohl. Nur zu. Ich verrate meinen Herrn nicht. Ah, Heinrich, du kommst wie gerufen. Dieser Narr baumelt lieber am Galgen, als den Mund aufzumachen. Du weißt mehr über ihn als wir. Eigentlich nicht. Vielleicht bringst du ihn ja dazu zu singen. Oh ja? Mehr weißt du eigentlich nicht. Wir werden ihn mal. Erik, stimmt doch, oder? Wie es aussieht, wurde der Spieß umgedreht, nicht wahr? Fick dich. Du musst eine an deinem Thron arbeiten. Weise. Wenn du dich zu benehmen weißt, überlebst du vielleicht. Ich stelle dir jetzt ein paar Fragen. Und du überlegst dir besser gut, wie du sie beantwortest. Okay, ja. Wer ist dieser Toss? Ja. Wer ist dieser Toss? Eine Waise, genau wie ich. Die Türken töteten seine Eltern, also begann er, sie zu töten. Da Sigismund Männer wie ihn brauchte, ging er in dessen Dienst. Aha. Was will er? Was hat er vor? Bist du wirklich so blind? Er wird Wenzels Verbündete vernichten. Euch. Das will er, aber was kann, das werden wir noch sehen. Tja, er da arbeitet haben wir dann doch wohl für sich. Eindeutig was dagegen. Ja. Für wen arbeitet er? Na, wahrscheinlich hauptsächlich für sich und nebenbei für Sigismund. Wessen Befehlen gehorcht er? Ja, Sigismund. Hörst du nicht zu? Ich hab doch gesagt, dass er für Sigismund arbeitet. Aha. Ah ja. Ja, wie viele Männer hat er in der Woher Burg? Kennt ihr euch? Naja. Er hat meine Eltern getötet. Was? Was? Toss hat deine Eltern getötet? Du würdest es nicht verstehen. Sie waren schwach. Istvan ist stark und kümmerte sich besser um mich als jeder Vater. Oh, fürchterlich. Toll. Der kennt wohl auch nur Krieg. Wie viele Männer hat er in der Burg? Ja. Woher soll ich das wissen? Anfangs waren wir fast 70 und nun ist vermutlich nur die Hälfte übrig, wenn überhaupt. Aber immer noch mehr, als diese Burg je beherbergte. Und genug, um sie zu verteidigen. Ja, das fürchte ich auch. Pass auf. Toss hat Geiseln in der Burg und wir haben dich. Wie wäre es mit einem Tausch? Hältst du ihn für einen Narren? Glaubst du wirklich, er würde das Einzige aufgeben, das euch davon abhält, anzugreifen? Dem würde er nie zustimmen. Bete lieber, dass er es tut. Denn falls wir angreifen, bist du wertlos für uns. Was glaubst du, wird wohl aus einem nutzlosen Banditen wie dir werden? Na gut. Mit dir vergeude ich nicht länger meine Zeit. Du hättest deine Haut retten können, doch wie es scheint, ist dir die deines Meisters mehr wert. Ich muss meine Haut nicht retten. Istvan wird das tun und jeden einzelnen von euch umbringen. Warum sollte er dich retten? Er wird dich opfern wie seine Männer in Vranik und Pribislavitz. Du bist nichts weiter als ein gewöhnlicher Schurke. Du weißt gar nichts. Er wird mich retten und jeder, der mir auch nur ein Haar krümmt, wird teuer dafür bezahlen. Träum weiter. Jetzt bin ich neugierig. Weshalb sollte ihm so viel an dir liegen? Bist du etwa sein Geliebter?
Du würdest es nicht verstehen. Eine Zeit lang dachte ich, es wäre nichts aus ihm herauszubekommen. Doch dann begann er zu singen. Ich dachte, du seist zu zaghaft. Doch wie es scheint, hat sich deine Herangehensweise als richtig erwiesen. Gut gemacht. Wie dem auch sei, augenscheinlich ist der Junge kein gewöhnlicher Halunke und glaubt, Toss wichtig zu sein. Die Frage ist, liegt diesem Bastard Toss genauso viel an unserer Geisel wie uns an seinen Geiseln? Na, ich fürchte, nein. Nee, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Aber pff. Nun, Divish, es scheint, es ist an der Zeit herauszufinden, wie sehr Toss unsere Gefangenen schätzt. Möchtest du selbst mit ihm verhandeln? Keine ich werde dir Idee. Das überlassen, Hanisch. So sei es. Ich gebe mein Bestes. Ja, ja. Bring den Gefangenen zum Wehrgang. Na, Hanisch ist ja wirklich besser geeignet, weil er ist ja nicht selbst so stark involviert. Ja. Emotional meine ich, ja. Mhm. Natürlich. Herr Istvan! Was ist denn? Hat unser Besuch euch etwa überrumpelt? Ein wenig, doch wir haben es uns äußerst bequem gemacht. Und dieser Kamerad genießt unsere Gastfreundschaft so sehr, dass wir ihn nicht mehr loswerden. Sehr wie es scheint, haben wir eine Pattsituation. Vielleicht ist es Zeit, dass unsere Gäste nach Hause zurückkehren. Nie und nimmer. Haltet ihr mich etwa für einen Narren? Was zu erwarten? Wenn Erik etwas zustößt, soll sich jeder meiner Männer mit dieser Dirne vergnügen und ich lasse Kobilla zu Gulasch verarbeiten. Edel gesprochen, euer Gnaden. Doch woher weiß ich, dass dies nicht schon geschehen ist? Divish, es tut mir leid. Grüß euch, Freunde. Keine Angst, Herr Toss behandelt uns wie Könige. Ja, das sieht man. Wie du siehst, fehlt ihnen nichts. Aber wenn du eine Dummheit begehst, Hanusch, wird sich das schnell ändern. Naja, ich meine, es war jetzt clever, was er da gemacht hat im Grunde eigentlich. Ja. Wie es scheint, bedeutest du deinem Herrn herzlich wenig, Junge. Vor zur Hölle. Tut mir leid. Wie es scheint, ist es nicht so einfach. Nun, zumindest leben sie. Ich hatte mir sowieso nichts davon erhofft. Er wird ihn nicht zuleide tun, solange wir den da haben. Naja, das ist schon ganz gut, dass wir den haben. Ja. Tja, auch wenn es uns im Moment nicht allzu viel bringt. Wir werden wohl oder übel angreifen müssen. Ja. Hm. Das Risiko ist groß, Robert, mit Stefanie und Dratzig in ihrer Gewalt. Herr, ich weiß, wie du dich fühlst, aber Toss ist kein Narr. Sie sind sein letzter Trumpf. Er wird ihnen nichts tun, solange er sich seines Sieges nicht sicher ist. Würdest du dasselbe sagen, wenn es deine Gattin wäre? Oder dein Vater? Wir haben keine andere Wahl, oder seht ihr das anders? Wir verfügen nicht über genügend Vorräte für eine Belagerung. Insbesondere, da Räuberbanden und Sigismunds Häscher das Land unsicher machen. Toss wird einem Austausch nicht zustimmen, und selbst wenn, müssten wir ihn ziehen lassen. Mit seiner Herrscher wäre er uns bis zum jüngsten Tag ein Dorn im Auge. Herr, eine Nachricht. Um was geht es? Markgraf Jobst naht mit seinem Gefolge heran und will dich sprechen. Jobst, sagst du? Na gut. Wer ist das denn? Was hat er hier zu suchen? Wer ist Jobst? Jobst von Luxemburg, der Vetter von König Wenzel und Sigismund. Er ist der Markgraf von Mähren. Erst vor einem Jahr kollaborierte er mit Sigismund und der Herrenvereinigung. Er verriet König Wenzel und dessen Verbündeten Prokop. Und nun hat er die Seiten gewechselt und sich selbst zum Anführer der Rebellion gegen Sigismund ernannt und möchte nun König Wenzel befreien. Wie ein Fähnchen im Wind. Dennoch ist unser Vorgehen entschieden. Wir können Jobst schließlich nicht vor unserer eigenen Burg in Zelten empfangen wie Zigeuner. Ich fürchte, du hast recht, Hanasch. Nun denn, lassen wir die Männer noch etwas ruhen, danach greifen wir an. Komm zu mir, wenn alles bereit ist. Ja. Ja, ja, ist klar. Also, Istvan,
behält natürlich die Geiseln, um sich freien Abzug zu sichern, wenn die Burg gestürmt ist. Das ist klar. Aber wenn er ist ja nicht blöd, wie wir festgestellt haben. Auf jeden Fall sind die Geiseln natürlich so gut wie tot, wenn er gesiegen sollte. Gott schütze dich, Heinrich! Naja, Istvan wird dafür sorgen, dass die Geiseln am Leben bleiben, wenn die Burg gestürmt wird, weil nur das eben... Dass ihm das natürlich wieder freies Geleit dann gibt. Naja. Das ist die Hoffnung, die er dann hat. Naja. Schon klar. Naja, so, was machen wir jetzt? Dass wir jetzt erstmal müssen wir ja wieder warten, oder wie wir das? Oder schlafen wir nee, das? Wir müssen... Was steht denn da jetzt? Wir sagen, dass wir bereit sind, stand da. Können ja noch mal gucken. Ja. Ja. Ach so, sprich mit Herrn Diewisch, wenn mir mehr du bereit bist. Ja, klar, wir haben ja nicht mehr. Und du hast auch keinen Hunger und nichts. Ja, okay, gut. Nee, du siehst ganz gut aus. Hunger seit 75 Jahren. Könnten wir kurz mal ein bisschen was futtern. Früher ist mir das gar nicht so aufgefallen mit dem Schweinchen, aber jetzt. Na gut, aber es war okay. Das ist gerade okay, ja. Kannst du auch nochmal waschen. Nochmal waschen, sauber, damit wir auch schön sauber und frisch in die Schlacht ziehen. Ja, mit wem wolltest du reden? Du wolltest ja mit Diewisch reden, oder? Jetzt setzt er sich dazwischen. Ach, das ist ja Robert. Ich wollte ja, doch ich mit Diewisch reden. Da steht er. Da steht er, ja. Ich dachte, er wäre am Futter. Gut, dass du da bist. Ja. Hm. Zu deinen Diensten. Zu deinen Diensten, Herr. Ich bin im Begriff, den Befehl zum Angriff zu geben. Und da wir es größtenteils dir zu verdanken haben, dass der Tribok noch steht, sollte dir die Ehre des ersten Schusses zufallen. Danach hätte ich jetzt... Ich weiß ja nicht, wie. Ich weiß gar nicht, wie. Aber Herr, ich weiß nicht, wie. Meister Kieser und Meister Fever haben alles vorbereitet. Da ist nichts dabei. Die Männer beladen den Tribok. Du musst nur den Hebel betätigen. Ich schätze, das kriege ich hin. Ja. Dann nehmen wir Thalmberg ein paar Tage in die Mangel. Herr Robert erklärt dir, was danach geschieht. Lebe wohl. Aha. Mama Diewisch, muss er zuschauen, wie seine eigene Burg kaputt geschossen wird. Ja. Gib den ersten Schuss ab. Ja. Ladet den Tribok. Gott sei mit dir, Gott sei mit dir, Heinrich, hat jemand gesagt. Ja. Ladet den Tribok. Na? Kannst du das machen? Ich dachte, die hätten alles gemacht. Nö. Ich glaube nicht, dass ich das machen muss. Da kommen sie eben schon, die beiden. Die haben ja auch so eine merkwürdige Wegfindung. Ah, die müssen jetzt erstmal spannen. Ja, klar, das große Gewicht muss jetzt erstmal nach oben. Das ist richtig Arbeit, so einen Tribok zu laden. Da brauchst du Muckis. Na ja. Sonst kannst du das gar nicht spannen. Da haben sie ja wahrscheinlich auch nicht gerade kleine Kieselsteinchen genommen. Ne? Nee, naja, das Gewicht, das da drin in dem Gegengewicht ist, was sie da gerade hochhiefen, ja, das sorgt ja für die Spannung. Das sorgt ja dafür, dass der Korb hier hochgeschleudert wird, Korb oder Sack oder was auch immer die benutzt haben. Ganz schön genial. Ja. Ich meine, ganz viele Sachen wahrscheinlich, die wir irgendwo haben, über die wir so stolz sind, von wegen Fortschritt und so, die wären gar nicht, hätten wir gar nicht gehabt, wenn sie nicht immer an Kriege denken würden und sich auf Kriege vorbereiten. So Nebenprodukte. Okay, der Arm ist unten, das Gewicht oben. Jetzt können sie laden. Wir gehen mal gucken. Aha. Die Kugel wird reingerollt. Wie kriegt ihr die da jetzt rüber? Das ist eine Kugel. Zwei Kugeln, das ist schon eine Kugel. Das ist eine dicke Steinkugel. Gott, wie haben sie die Kugeln gemacht? Haben wir öfter mal in allen Burgen, alten Burgen gesehen. Aha. Ach, guck mal, der hat sie einfach durchgerollt. Naja, das ist ja auch ein Spiel. So, und jetzt? Und jetzt? Sprichst du jetzt Robert an, oder wie?
Soll ich jetzt Robert anreden? Wie geht's? Gut. Danke, gut. Nein, nix. Erstmal nicht. Nee, erstmal nicht. Mach's gut. Okay. Wir ziehen mal am Hebel, wenn das geht. Ja, benutzen. Gut. Du kommst mittendrin eingeschlagen, ja, ne? Gut gemacht, Heinrich. Guck mal, das Heinrich hat er nur am Hebel den Kopf gezogen. Eingezogen. Er wusste nicht genau, ob er ihn nicht vielleicht doch treffen würde. So schwierig war das ja nun nicht gerade. So, und jetzt geht's weiter, oder wie? Müssen ja, die immer jetzt wieder geht das wieder füllen. Von vorne los. Jetzt ja. Müssen sie erstmal wieder spannen. Ja, das ging nicht so schnell. Damit der Sack runterkommt, dann müssen sie ihn wieder beladen. Und dann kann man den nächsten Schuss abfeuern. Und die machen schon mal, aha, können, solltest du dich vielleicht auch um deine Sachen kümmern, um deine Waffen. Wie sehen die aus? Gut? Naja, es geht so. Also ich habe ja, ich könnte mal gucken, naja, ob vielleicht der Quartiermeister, hier sieht so gut aus, ja, alles 100%, aus. Aber die Rüstung sieht nicht so toll aus, da 82, 87, mal sehen. Ich könnte mal runterreiten und mal gucken, ob der Quartiermeister vielleicht Rüstungssets oder sowas. Was sagt denn der Questlog? Warte, bis das anfängt oder wie es ackern die da? Wir gucken mal, ja, aber steht, sprich mit ja, Herrn sprich Robert. Ja, sprich mit Robert erstmal. Okay, dann muss ich jetzt erstmal mit Robert reden. Ja. Wird uns sagen, wie es weitergeht, dann weißt du auch, ob du Zeit hast. Nicht mit Divis, sondern mit Robert. Ja, ich suche ihn. Der sitzt da. Neben ja. Pfeiffer oder Pfeiffer. Hallo, Herr Robert. Was nun? Ja. Was nun? Viel war nicht zu holen und wir hätten alles verlieren können. So ist der Krieg, aber Gott stand uns bei. Ach so. Letzten Endes sind sie nichts weiter als ein Haufen Halsabschneider. Hinterrücks sind sie gut, aber macht sie das zu richtigen Waffenknechten? Sie warten lieber, bis einer in die Büsche geht, um sich zu erleichtern. Er hebt seinen Kettenpanzer und schon fallen sie ihm in den Rücken. Lieber kämpfe ich gegen echte Männer. Weil du weißt, mit wem du es zu tun hast. Vermutlich macht Toss uns genau deshalb das Leben so schwer. Okay, brauchst du Hilfe? Hast du etwas auf dem Herzen? Ein paar nahmen die Beine in die Hand. Wenn sie bis nach Kuttenberg rennen, ist mir das wahrlich recht. Doch ich fürchte, sie haben andere Pläne. Wenn das Ishtvans beste Männer waren, könnten sie uns in den Wäldern auflauern. Vermutlich wollen sie uns in einen Hinterhalt locken. Das befürchte ich auch. Mir ist erst leichter, wenn Toss vom Tor baumelt. Doch in der Zwischenzeit wüsste ich gerne, ob die Wälder hinter uns sicher sind. Kann ich auf dich zählen? Natürlich, Herr Robert. Soll ich dir ihre Rüstung als Beweis für ihren Tod bringen? Das ist nicht nötig. Ich vertraue dir, Heinrich. Du musst nicht einmal töten. Lass uns nur wissen, wo sie sich verkrochen haben. Es gibt keinen Grund, dein Leben aufs Spiel zu setzen. Gut. Ja, na gut, dann kümmern wir uns erstmal darum. Ha? Ja, warum nicht? Was ist denn? Ich wollte sowieso sehen, ob ich irgendwo ein Rüstungsset auftreiben kann. Haben wir hier einen entsprechenden Quest jetzt eingetragen? Hier nicht. Nein. Nö. Halt, das war zu weit. Nö. Aber irgendwie hat er dir ja einen Auftrag gegeben. Ja. Aber plündern der Kumaner. Hat gesagt Kuttenberg? Nein. Nee, das sind doch nicht diese Kopf. Was hat er denn noch genannt? Noch Uschitz, hat er gesagt. In der Nähe von Uschitz sind welche. Vergiss es, darum geht's überhaupt nicht. Nee. Okay. Wir gucken jetzt mal, ob wir unsere Rüstung reparieren können. Naja, und dann hat er dir ja einen Auftrag irgendwie gegeben. Ja, aber da steht nichts im Questbuch. Ich habe keine Markierung. Na, was nun, hättest du vielleicht noch fragen können. Stand ja auch noch zur Auswahl. Was stand noch zur Auswahl? Na, was nun? Oben stand da noch.
Ja, was nun, würde ich sagen, da geht das richtig weiter. Oh ja, sie haben wieder geschossen, ja. Wie man gehört hat. Was wolltest du? Du wolltest doch deinen Rüstsack an. Ja, ich will mal gucken, ob der Quartiermeister vielleicht Reparatursets verkauft. Da für mich will das Spiel nicht. Ich bin nicht, ich bin viel zu pingelig. Also wenn mir jemand sagt, ich soll mich um irgendwelche Banditen kümmern, die sich in der Nähe von Kuttenberg verstecken. Kuttenberg überhaupt? Oder so. Das ist mir ja vorher noch gar nicht untergekommen. Nee, in den Wäldern um Kallenberg. Er meinte, wenn sie nach Kuttenberg gerannt sind, dann soll es ihm recht sein. Ja, genau. Aber wenn sie sich in den Wäldern hier rumtreiben und uns hinterrücks angreifen, dann wüsste er das doch ganz gern. Ja. Ja gut, wenn jemand so einen Auftrag erteilt, dann habe ich das Gefühl, dann denke ich, da müsste doch irgendwo ein Zeichen sein, dass ich dann mich... Dann sollte irgendwo ein Marker sein. Ja, genau. Ja, ist aber nicht. Wir haben keinen Quest und keinen entsprechenden Marker. Also, solche Sachen würde ich mich ja, dann ja, solche Sachen finde ich auch nicht gut. Und da bin ich natürlich nicht sicher, ob ich nicht so blöd bin. Wie geht es dir, Heinrich? Davon kann ich auch manchmal ausgehen. War manchmal nicht immer, aber genau, auch ziemlich oft. Oder? Ja. Ob das Spiel so ist. Ich kann mit dem Quartiermeister gar nicht reden. Nee. Nee, das ist auch nicht dazu, um dir irgendwas zu verkaufen. So, das weiß ich nicht, dann quark ihn halt. Was? Keine Ahnung. Ich guck noch mal, aber ich habe nichts gesehen. Wir können noch mal sicherheitshalber gucken. Hier, Belagerung. Das sowieso nicht. Also hier noch den Ergänzungstext. Es ist nur das Fleisch. Nee, das kannst du vergessen. Und sprich mit Herrn Diewisch darüber, die Belagerung einzuleiten. Muss mit Herrn Diewisch darüber sprechen, weil es als nächstes geschieht? Ja. Naja, das können wir ja nochmal machen, das haben wir ja noch nicht gemacht. Wir haben mit Herrn Robert gesprochen. Ja. Ich habe mit Herrn Robert gesprochen, wird mir... Na, dann sag, was nun? Ja. Zu ihm. Ich wollte nur ganz sicher gehen, was das mit den Wäldern sollte. Ja, genau. Das weiß ich ja auch. Aber da ist nichts. Nee. Ja, vielleicht vorher, hättest du vielleicht vorher fragen können. Dann hättest du vielleicht irgendwie... noch ein paar Aufgaben gemacht anstelle der Pomanen. Also ich weiß es nicht. So, vorsichtig, nicht runterfallen. Also ich sprich mit Diewisch und Dings hier. Ja. Und Robert. Und jetzt gehst du wohin? Ja, jetzt gehe ich wieder zurück zu Robert und Diewisch. Okay. Das heißt, ich reite zurück. Mhm. Hast dich wieder Pebbles, verhindert. Nicht über den Busch. Naja, wenn du sie über den Busch lenkst. Das könnte meine Schuld gewesen sein, wenn ich sie gegen den Busch lenke. Ja. Darf ich mich eigentlich nicht drüber beschweren, wenn sie am Busch hängen bleibt? Hä? Ich gestehe, wo sind die denn alle hin? Wie spät ist es überhaupt? 7:15 abends. Na, ich denke ja nicht, dass sie da jetzt einen Angriff machen in der Nacht, oder? Das glaube ich eigentlich weniger. Na ja. Aber, speicher und sprich sie an. Ich speichere mal. Aha, sie haben mal wieder getroffen. Ja. Das wird Herr Diewisch speichern. Nicht gerne hören. Danke. Dieses Geräusch, das, die freuen sich wahrscheinlich ziemlich zweifelhaft. Dieses Gefühl wird sehr... Tja. Ja, freuen sich jedes Mal, wenn sie getroffen haben. Ja. Was nun? Diewisch meinte, Herr Diewisch. Ja. Herr Diewisch meinte, du würdest mir sagen, wie es weitergeht. Ja, wir sehen zu, wie Ichtwan sich in die Hosen scheißt. Das ist alles? Zumindest für ein paar Tage. Wenn du noch was erledigen willst, dann jetzt. Vergiss nur nicht zurückzukommen. Gott sei mit. Oh, die Gelegenheit ist günstig. Ja, sehr günstig. 775 Groschen Wegzehrung. Ja. Komm, Pebbles, wir reiten nach Rattei. Das ist ein zweitägiger Beschuss. Dann kannst du ja dafür sorgen, dass seine Sachen repariert werden. Zweitägiger Beschuss. Ja. Das reicht locker, um nach Rattei zu gehen, Reparatursets zu kaufen, alles in Ordnung zu bringen. Das gefällt mir gut. Mhm. So, da können wir gleich zum oberen
unteren Tor. Mhm. Zum oberen unteren Tor, ja. So, mal sehen, ob unser Söldner noch da steht. Vermutlich nicht. Nee, ach. Ist auch nicht wichtig. Ich finde diese Kämpfe auch ziemlich, wenn man sich mal überlegt, die anderen Kämpfe, die du da machst, und jetzt bist du ja schon doch relativ gut, auch was Kämpfen angeht, wenn es nicht gerade so viele sind, auf die du einprügeln musst, oder die auf dich einprügeln. Ja, ja. Aber das ist natürlich realistisch. Wenn man gegen drei Leute kämpft, dann prügeln zwei auf einen ein. Wir haben mal versucht, einen niederzukämpfen. Ja, das ist klar. Aber wenn da mehrere Leute sind, dann haben die keine Chance, alle auf dich einzuprügeln, weil auf die auch eingeprügelt wird. Also. So, allerdings, wenn du Kuman hast, 5 Kuman, und du bist der Einzige, der ihnen gegenübertritt, dann sieht die Sache nicht so richtig gut aus. Nee, das ist ziemlich schmerzhaft. Aber es kann wirklich nicht schaden, die Sachen noch zu reparieren. Auf jeden Fall. Solltest schon gut ausgerüstet werden. Da sehen wir doch zu, dass wir in unserer besten Paradeuniform antreten. Wenn's ernst wird. So, den Waffenschmied braucht man nicht. Aber hier. Das wird wieder eine teure Angelegenheit. Ja, du hast es ja. Ja. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Wir hätten gern 3 Reparatursets, bitteschön. Mach's gut. Drei Stück müssten reichen. Sei nicht so knauserig, kauf dir gleich 2 mehr. 5 ist eine gute Zahl. Oh, weia. Du musst ja auch, du bist ja nicht der Heinrich, der. Guck mal, was das kostet. Der Privislavels aufbaut. Na, das Kostenvermögen. 1,1. Lass uns über den Preis sprechen. Ist gut. Naja. Ja. Wie wär's damit? Darauf würde ich fast einschlagen. Aber fast. Nur fast. Ja. Und? Ja, das sollte passen. Gut. So, und dann müssen wir noch zum Schneider. Zum tapferen Schneiderlein. Wir waschen uns nochmal, dann sind wir besonders. Dann kannst du dich auch schick. Waschen. Die Haut muss doch schon ganz dünn sein. Ja. Vor allen Dingen seine Klamotten. Er wäscht ja eigentlich mehr die Klamotten. Ja, die Klamotten erst. Ich verliere alle Farbe. So, selbiges. Hat aber nur 2. Immer so. Dann kaufen wir noch die 3 kleinen dazu. Ach, ja. Entschuldigung, ich wollte gerade raus, ohne zu zahlen. Lässt sich was am Preis machen? Nun, versuchen wir's. 3,25. Probieren wir's mal mit 300. Ja, das sollte passen. Dachte ich mir. So. Dann fangen wir mal an zu reparieren. So, ich will nämlich jetzt nur 1 in der Tasche haben, weil ich habe den Eindruck, dass er die alle dann gleichermaßen benutzt. Das finde ich dann nämlich nicht gut. So, schon aufgebraucht. Ja, klar. Na, das Kleine wird uns auch nicht allzu weit reichen. Zu sehr beschädigt. Ja. Das müssen wir reparieren lassen. Na gut. Okay, aber Pferd, gib her. Na, das war nicht sehr sinnvoll, die Rüstungssets da rüber zu packen. Nein, aber du, was soll ich dazu sagen?
Kleines Schneidersitz brauchst du ja noch, oder? Ne, brauchst du nicht mehr? Kleines Schneidersitz brauchst du nicht mehr. Nee, Schneidersitz ist halt erledigt, da ist nur bei das Kriegswams und der ist zu beschädigt, den können wir gar nicht mehr reparieren. Ach so, oh, das ist ja blöd. Ach, den kumanischen Anführer. Den würde ich aber nicht unbedingt reparieren, den kannst du auch so verkaufen. Den verkaufen wir unrepariert. Aber ich muss jetzt erstmal, Herr Schneider, unser Kriegswams ist leider... Nein, er bleibt hier, Gott sei Dank. Hallo. Hallo. Grüße dich, Heinrich. Na? Grüß dich. Grüß dich auch. Mach mal ganz bitte. Alles gut. Ja, da müssen wir nicht lang feischen. Halt. Ach so. Muss abschließen. Okay. So, jetzt müsste okay. alles wieder Top-Zustand sein. Gucken wir mal. Waffen, alle 100%. Speerruhe hat er auch an. Klamotten. Jawohl. Rüstung. Bis auf den Helm, den wir ja so. Der Helm, der kann ins Pferd. Ja. So, hier alles 100%. Mhm. Ja. Na gut. Alles 100%. Okay, na, ich würde sagen, machen wir Schluss. Passt gerade ganz gut. Jo. Gut. Gut. Ja, dann kann ich ja offscreen zurückreiten und dann... Ja, du kannst auch noch Sachen ablegen oder ein Pferd noch geben. Ich werde die Sachen noch verkaufen, die wir in der Kiste haben. Ja, wenn es noch geht. Ja, okay. Also, bis zum nächsten Mal dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.